Kapitel 11. Leugnung. In der Galaxis herrscht blanker Schrecken. Imperator Arkan und seine grausame Schwester Valen vernichten unschuldige Welten, um die Allianz aus ihrer geheimen Basis zu locken. Die Republik und das Imperium unternehmen nichts, um das Blutblatt zu beenden. Jene, die Widerstand gegen das ewige Imperium leisten wollen, suchen in diesen dunklen Zeiten die Führung durch Commander Rediger LP. Auf Zakul kämpfen die Elite-Kommandos des Chaos-Trupps einen verzweifelten Guillerant-Krieg gegen die Sprungtruppen Arkans. Rediger LP muss diese Rebellion im kommenden Krieg unterstützen. Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic, imperialer Agent, beziehungsweise scharfer Scharfschütze. Lustigerweise konnte ich das mit nur einem Charakter, konnte ich diese Sachen komischerweise nicht verkaufen. Aber warum kann ich das denn mit dem hier? Ist das irgendwie verbuggt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall behalte ich das auch. Ich brauche eine Frachtrampe, verdammte Mist, ey. Jetzt haben wir ein bisschen Post. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Geld geschickt, wie man sieht. Small Ready Ben, Akuresh. Nochmal 1000. Hier nochmal WG, kein Betreff. Hier Sepp von Sepp Lord. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hinweis von Theron. Ich habe 6 weitere solche Nachrichten abgefangen, die von unterschiedlichen Personen. Ich versuche ja mich nicht in dem Privatleben anderer einzumischen, aber wenn ich nicht Grund genug bin, Kalio auf Abstand zu halten und ihr Talent entsprechend einzusetzen, dann weiß ich auch nicht. Jupp. Geil. Ich brauche noch mehr Kohle, ey. Noch mehr Kohle, 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 Kohle. Was passiert? Moment, ich will jetzt mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt davon eine Kiste rausnehme. Oder geht das irgendwie nur bei dem Händler? Jetzt ging es gerade nicht. Wenn ich das jetzt mal öffne, dann geht es bitte nicht mehr. Warum kann ich die verkaufen? Die nicht? Egal. Fliegen alle raus. Ich kann sie mir sowieso wiederholen, wenn ich sie wieder brauche. Und oder so. Ups, jetzt habe ich sie in den Händler reingezogen. Ich war schon wieder in den Händler reingezogen. Moment, ich muss Ressourcen. Für alle Lesefreunde unter euch. Hier. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen hier. Ich finde, ich brauche irgendwie nochmal. Ich brauche nochmal Credits, ey. Ich brauche noch 500.000, ey. Vielleicht, wo soll ich denn die so schnell herkriegen? Und meine Credits habe ich gar nicht. Ich habe schon alle zusammen, alle geschickt, die ich habe. Für 100.000 habe ich noch, aber die will ich noch behalten auf dem einen Charakter. Obwohl, ich glaube, ich schicke 50.000 nochmal rüber. Als Abonnent geht das ja. Und ich frage mich einfach, warum der jetzt wieder nicht startet. Wuhu! Jetzt. Ein Antimateriegewehr ist auf eure Position gerichtet. Und wir haben einen freien Schusswinkel von mindestens 100 Metern. Das ist entweder sehr gut oder ziemlich schlecht. Je nachdem, aus welchem Grund ihr hier seid. Ich bin von der Allianz. Kein Grund für Gewalt. Ich werde nicht gerne bedroht. So begrüßt ihr die Leute, deren Hilfe ihr braucht? Unter den Umständen treffe ich notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Wir sind alleine. Es gibt keine Hinweise auf Übertragungen. Stillgestanden, Chaos-Trupp. Das ist Eric Jorgen. Ein Gefährte auch vom Soldaten. Mal wieder. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte ich durchaus auf meine Pension verzichtet, um jetzt den Abzug zu drücken. Aber es scheint, dass heutzutage nicht nur Spione Kompromisse machen müssen. Seht mich nicht an, ich war nie hier. Major Jorgen, Chaos-Trupp. Euch kenne ich nicht. Ihr habt von Ziffer 9 gehört. Und jetzt kenne ich das Gesicht, das zu all den furchterregenden Geschichten gehört. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Wird das ein Problem sein? Das ist lange her. Nur solange ich vorhabe, dieses Gesicht zu tragen. Wenn ihr den Punkt erreicht, an dem ihr gar keins mehr braucht, versteht ihr mich vielleicht. Ich habe genug davon, dass Arkan in der gesamten Galaxis wütet.
Wenn ihr lieber mal austeilen als einstecken wollt, hätte ich eine Operation, bei der ich eure Hilfe brauchen könnte. Was braucht ihr? Eure Landung ist nicht unbemerkt geblieben. Feinde! Okay, Eric. Oder Arik, ich weiß nicht, wie soll ich ihn aussprechen? Siege die Sprungtrautenpatrouille. Was sind die? Ach, da. Ist ein Abit. Ach, das ist die Tante. Nein! Alter, wie viel kommen jetzt hier noch, Alter? Soll das Witz sein? Gibt's nicht Heiltränke? Heiltränke, jetzt bin ich wieder bei Minecraft gelandet hier. Wenn du übrigens wolltest, dass ich das mal wieder spiele, dann müsstest du nur sagen. So. Also, wenn ihr euch das irgendwie wünscht oder so, dann schreibt es einfach nur in die Kommentare. Warum hat er jetzt ein bisschen Schloss? Trotzdem habe ich Loot von ihm bekommen, obwohl er ein Schloss hatte. Ja, was war das jetzt gerade? Eine rote Blase, seit ich gerade hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den erwische. Hoffentlich muss ich nicht pissen. Kann ja sein, dass es so heiß. Ehrlich gesagt, fehlt mir sowas sogar. Wäre sogar ziemlich geil gewesen, wenn sowas auch noch da wieder eine rote Blase kritische Treffer erhöht. Kritische Wege. Ja, wo hab ich denn das hier? Also, wann ist denn das da? Verdammt, das wollte ich gar nicht. Kampfläufer. Ach, ich habe das als Kampfkämpfer gelesen. Oh fuck, jetzt habe ich die Flügelstunde angegriffen. Das war nicht gut. WTF, was ist denn das mit der Runde? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hilfe gebrauchen. Das glaube ich auch. Ich muss ihn erstmal hier den Feuer so unter dem Arsch schieben. Einer weniger. Jetzt dir. Warte. Als ob hier einfach zwei kommen. Alter, wie krank ist denn das? Aber das ist schwer. Das gefällt mir. Jetzt brauche ich gleich die Granate. Und einmal Feuer unter dem Arsch setzen. Sprich mit Eric Shaw. Wehe, du fängst ja von selber an. Mein Gefährte, er stimmt gleich. What the? 2858 Leben hat er überlebt. Oder nicht? Was ist hier überhaupt? Missionen machen in dieser Phase Fortschritte. Was ist das denn hier? Experimentelle. Hey, wo hab ich denn die her? Hab ich die aus Versehen gebaut? Egal, ich mach sie kaputt. Und wir lernen keinen Bauplan draus. Obwohl, statt 60% habe ich natürlich wieder 0% Chance. Ja, das war klar. Oh, geil, Müll. Achso, ich kann nicht rufen. Ich wollte schon sagen, kann ich die plötzlich nicht mehr rufen. Ich mach's aber weg. Brauchst du nämlich jetzt gerade nicht. Der Ruhe ist nicht draußen. Na. Ich hab's gerade mit die Maussteuerung benutzt. No, Eric. Hoffentlich wirst du unser Gefährte. Du bist geil. Kann man schön angeben. Ich weiß nicht, kann man damit angeben? Ich will, dass du mein Gefährte bist. Dann bist du mein... Alles sicher! Alles sicher! Alles das sicher. Das waren sicher nicht die letzten. Dangrill, Xaber nach Norden. Abeth, Torg nach Süden. Kanna, macht euch mit Teron auf schnellstem Weg zum Lager auf. Wir formieren uns dort neu. Ihr kommt mit mir. Wir decken den Rückzug. Ich werde mir ein Urteil bilden. Aufteilen ist ein Fehler. Wir sind entscheidend für die Mission. Wenn wir erwischt werden, ist eure Operation hier vorbei. Im schlimmsten Fall übernehmen Kanna und Teron. Aber ich habe nicht vor, das Kommando so einfach aufzugeben. Die Sprungtruppen sind zahlreich und äußerst mobil. Wir müssen sie in die Irre führen, um sie abzuschalten. Ich frage mich einfach von der Story, ob die ganzen anderen Gefährten wieder kriegen. Also uns fehlen noch drei Gefährten. Gute Sicht. Ich kann euch gleich nochmal zeigen, welche es sind, auch wenn ich das schon 20.000 Mal gezeigt habe. Für alle, die es noch nicht wissen. Chaos-Trupp. Hier. Oh, es ist unser Gefährte, geil. Könnte mal hier ganz kurz N machen. Also, oh Gott, haben wir schon viele Gefährten hier von der Story. Das sind ja die beiden, die gestorben sind. Hier nochmal Allianz-Spezialisten. Und hier hat nochmal Dr. Loken, Fenrich-Tempel, Fenrich-Rena-Tempel und Vector. Sind immer noch nicht auszufinden. Das sind die Gefährten, die wir noch nicht gefunden haben. Okay, so gut. Das wollte ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. So. Wo muss ich denn jetzt hin?
zum... Oh, nördlichen Sumpf. Da waren wir noch gar nicht. Kann übrigens auch so sich bewegen. Wenn man die linke Maustaste gedrückt hält und dann Rechtsklick macht. Während man sie gedrückt hat. Also nicht loslassen, sonst passiert nämlich das. Sonst passiert nämlich gar nichts. Dann dreht man sich nämlich so direkt. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es geht halt. Gibt's hier neue Sachen? Neues Waffentuning. Oh, was ist das? Satellischans Doppellichtschwert. Satellischans Übungsschwert. Kopfausrüstung verbergen. What's that? Ach so, Kopfslot ausblenden. Oh Gott. Kloppten Namen, ey. Muss ich hier nach da oben? Oh Gott, ist das unübersichtlich, ey. Dafür hasse ich diesen Planeten. Die ganzen Maze-Variablen. Das sind alles, guck mal, das ist immer dasselbe hier. Dass ich mal aufpasse hier, aber trotzdem melde ich sie direkt dreimal, weil mich das nervt. Oh, verdammt, schon wieder auf die zwei. Ich habe das diesmal geschafft, ich habe nicht mal drauf geklickt. Ich schreibe mal ganz kurz Hi. Noch falsch. Nein, jetzt ist gerade einer dazugekommen, verdammt. Ich bin, was ist das da? Persönliche Phase, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal rein. Da waren wir da schon mal drin, vielleicht auch, keine Ahnung. Das ist ein Sifexer, geil. Achso, das ist sogar nur so ein Bereich für diese Mission. Also distanziert halt. Das war's dann wohl. Sagt er das eigentlich auf der Seite, wo der... Also auf der... Wenn man Soldaten auch? Oh, fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Aber trotzdem stirbt er relativ schnell. Okay, das sieht schwieriger aus, als er ist. Und er hat sogar grünen Loot. Das gefällt mir doch. Schön Kohle. Und zum Bioanalysieren. Ja, natürlich kann er es nämlich auch. Apropos Bioanalysieren, können wir eigentlich verkehrte Taste, B muss ich drücken. Aber wieder hier was kaufen, nicht kaufen, was bauen. Zellteile haben wir nicht mehr, medizinisches können wir auch nicht mehr bauen. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Oder das ist schon ziemlich teuer immer. Die mache ich dadurch eh nur Verluste. Und ich habe sie eh sowieso 114 Medipacks. Das müsste ich sowieso erstmal reichen. Woher habe ich denn das immer? Zielneutralisiert. Steht da. Kann ich nicht lesen? Ich glaube, man muss mich echt mal in die Leseschule schicken. Ich würde sogar sagen, hier beende ich jetzt schon mal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den guten Aussichtspunkt suchen wir erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei. Ja, dann... Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es hat, ein Abo da lassen und liken. Bis bald. Verkackt ihr. Ciao.